Herzlich willkommen zu Gottes Spuren. Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Dieser Gedichtsvers trifft in besonderer Weise auf Pater Dr. Johannes Schwarz zu. 459 Tage lang ist er zu Fuß von Liechtenstein ins Heilige Land und wieder zurückgelaufen. Dabei kam er durch 26 Länder und hat allerhand erlebt und gesehen. Das eigentliche Ziel seiner Wallfahrt war aber kein Ort, sondern eine intensive neue Beziehung zu Gott. Darüber und über andere Führungen Gottes in seinem Leben möchte ich nun mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Pater Johannes. Grüß Gott. Durch 26 Länder gegangen, 14.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Das hört sich alles so mehr nach Guinness Buch der Rekorde an, aber tatsächlich war es eine Wallfahrt. Ihnen ging es nicht so sehr um das Abenteuer. Inwiefern haben Sie tatsächlich eine Reise zu Gott gemacht? Also es war nicht meine erste Pilgerreise, die ich unternommen habe. Ich habe mit 20 Jahren den Weg nach Santiago de Compostela eingeschlagen, von Österreich aus. Und das war so eine wunderbare Erfahrung, damals wirklich auf Gott zu vertrauen, ohne Rucksack, ohne Geld. Und einfach zu gehen und zu sehen, wohin einen Gott führt. Und aus dieser Erfahrung und den Erinnerungen daran ist dann diese Sehnsucht entstanden, eine zweite Reise zu unternehmen nach Jerusalem. Wobei eben auch tatsächlich Jerusalem nicht wirklich das Ziel war, sondern dieses Unterwegssein, dieses einfache Leben reduziert auf ganz einfache Dinge. Und die Begegnung mit den Menschen auf eine ursprüngliche Art. Und auch ein bisschen sehen, wo die Vorsehung einen hinführt, welchen Menschen man begegnet. Auf dem Weg nach Jerusalem sind Sie so in manch knifflige Situationen gekommen. Am Grenzübergang nach Israel zum Beispiel sind Sie 4 Stunden lang intensiv verhört worden, wohin Sie denn eigentlich wollen. Kamen Sie manchmal an den Punkt, dass Sie sagten, ich werde vielleicht mein Ziel nie erreichen? Also ich hatte eine Zeit, weil ich hin und retour gegangen bin, eine Route gegangen, die sonst eher ungewöhnlich ist für Jerusalem-Pilger. Die meisten gehen über den Balkan, dann Istanbul, Türkei und jetzt, um Syrien zu umgehen, geht man über Zypern. Weil ich gewusst habe, dass ich auch zurückgehe und weil für mich die Strecke selbst sehr wichtig war und weniger das Ankommen, habe ich eine Route gewählt beim Hingehen über die Ukraine und Russland, dann den Kaukasus, Georgien, Armenien. Und ich habe in Russland eine Zeit gehabt, wo ich ein Stück weit diese Freude am Weg verloren habe und deswegen auch gesagt habe, gut, warum tue ich mir das eigentlich an? Soll ich das machen? Und da war ein Stück weit vielleicht auch dieses Ziel an der Kippe, sage ich einmal. Ihre Pilgerfahrt wollen wir gleich später noch intensiver beleuchten. Jetzt eher zunächst mal auf Ihren Lebensweg schauen. Sie kommen aus einer Familie, die Anfang der 90er Jahre sich der Esoterik zugewandt hat. Auch Sie sind von dieser Woge erfasst worden. Sie haben dann auch einzelne esoterische Praktiken gewählt. Welche Praktiken waren das und wie ist es Ihnen dabei gegangen? Also es waren die 90er. In den 90ern, ich war damals Teenager, ich war ein bodenständiger Öko-Hippie im Schaf-Woll-Pullover. Und wir haben nach einem Unglück am Haus, einem Brand am Haus, das Haus wurde neu aufgebaut. Es gab Seminarräumlichkeiten aufgrund der Nähe zur Stadt Linz, hat sich das angeboten und auf diese Weise sind viele Seminare und Einkehrtage der esoterischen Art auch dort, haben dort stattgefunden. Und für uns als Kinder vom Hof war das ein Stück weit ein Zugang zu diesen Menschen. Und ich habe einiges dabei ausprobiert, auch über glühende Kohlen zu gehen oder ähnliche Dinge habe ich damals gemacht. Es war eine Faszination und gleichzeitig auch etwas, was nicht wirklich ausgefüllt hat. Also man hat immer gesucht nach etwas Tieferem. Sie sind ja auch dann mehr oder weniger von der Kirche weggekommen, hatten auch kein Interesse mehr am Gottesdienst. Wie kamen Sie wieder aus der Esoterik raus? Ich glaube, das war ein vielschichtiger Prozess, der ein Stück weit in meiner Familie bei unterschiedlichen Personen hat der liebe Gott auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeitpunkten parallel die Fäden in die Hand genommen und so ist das eine und das andere auch zusammengekommen und ich habe die Messe ursprünglich eigentlich entdeckt, nicht als etwas, was mir ein Herzensanliegen war, sondern etwas, als nachdem meine Mutter
begonnen hat, mit dem christlichen Glauben wieder ein bisschen tiefer dort zu gehen, mich halt immer auch am Sonntag in der Früh gefragt hat, ob ich mitgehen möchte. Und wenn man am Samstagabend länger fort ist, dann möchte man nicht unbedingt am Sonntag in der Früh in die Kirche gehen. Aber hin und wieder, meiner Mutter zuliebe, bin ich mitgegangen. Und vielleicht war da schon ein bisschen ein Samenkorn auch für etwas, was dann später aufgegangen ist, unabhängig davon, mit einem Erlebnis, das ich haben durfte auf einer Wallfahrt, wo ich wegen einem Mädchen mitgefahren bin und dann mit einer Beziehung zurückgekommen bin, allerdings dem lieben Gott. Sie haben ja den Ruf Gottes auch schon relativ früh in Ihrer Jugend dann erlebt im Herzen. Wie sind Sie mit diesem Ruf umgegangen? Also am Beginn stand dieser Ruf, Christus nachzufolgen. Und das noch nicht zwingend als Priester. Das ist erst später gekommen. Ich habe zu Beginn, ich habe ein Kunstgymnasium besucht. Ich habe mich für Kunst interessiert, auch christliche Kunst, und wollte dann in diese Richtung auch etwas machen. Und irgendwann habe ich dann so im Hintern, im Kopf diese Stimme wahrgenommen, möchtest du Priester werden? Und ich habe das sehr klar verneint für mich. Ich wollte eine Familie, Kinder und christliche Kunst, das war etwas, auf was ich mich gefreut habe, in diese Richtung zu gehen. Und diese Stimme war eine Weile aber immer wieder da, verstärkt worden auch durch einen Freund, der mich gefragt hat, möchtest du Priester werden? Und ich habe dann eine Art Waffenstillstand geschlossen mit dem lieben Gott, habe gesagt, ich möchte, dass die Stimme aufhört. Dafür, wenn ich dann mit der Schule fertig bin, dann gehe ich auf eine lange Wallfahrt und werde diese Frage prüfen. Und diese lange Wallfahrt haben Sie ja dann tatsächlich gemacht nach der Matura, ein Jahr nach Ihrem Theologiestudium Beginn. Sie sind nach Santiago de Compostela, Sie haben es vorhin schon angedeutet. Inwiefern hatten Sie bei dieser Wallfahrt Gelegenheit, auf Gottes Vorsehung zu vertrauen? Wenn man ohne Geld und ohne Rucksack unterwegs ist, dann ständig eigentlich. Man ist ständig darauf angewiesen, was einem auch der liebe Gott in den Weg legt. Und das war sehr behütet und auch schön geführt. Auch wenn ich Erlebnisse hatte, die für mich schwieriger waren oder schwieriger einzuordnen, dann kam immer etwas, das es in einem neuen Licht hat erscheinen lassen. Also es ist eine sehr banale Geschichte, aber es war eine Hitzewelle in Frankreich, hatte über 40 Grad schon am Vormittag. Und ich habe dann eine Weile zu Mittag unter Bäumen verbracht und mein Wasser ging zur Neige und ich habe dann weitergehen müssen ohne Wasser. Und dann komme ich zu einer kleinen Siedlung und da sehe ich eine Frau im Garten. Bei Temperaturen jenseits der 40 sind die meisten Menschen natürlich im Haus. Und dann habe ich diese Frau gesehen und bin hingelaufen zum Gartentor, habe meine Flasche hingestreckt und habe gefragt, ob ich ein bisschen Wasser haben könnte. Und die Frau sagt nein. Und im ersten Moment steht man da und versteht nicht genau, was gerade passiert, weil man überlegt, habe ich jetzt auf Französisch das ganz falsch formuliert? Ich habe die Frage wiederholt, noch einmal ganz langsam. Die Frau sagt nein und geht ins Haus und schmeißt die Türe hinter sich zu. Und da steht man dann eine Weile da und versteht nicht, warum das geschieht. Ich bin weitergegangen, mir blieb nichts anderes übrig. Und ein paar hundert Meter später kam ein Auto zu einem Haus, ein Mann stieg aus, ich bin hingelaufen, keuchend, habe ihn gefragt, ob er ein bisschen Wasser für mich hat, hat gelächelt. Ist ins Haus gegangen und ich werde den Anblick nie vergessen, als er wieder aus der Türe rauskam. Da war meine Aluminium-Trinkflasche, da war das ganze Wasser außen drum war beschlagen, nicht? Also es war kondensiert wegen der Luftfeuchtigkeit und diesem eiskalten Wasser drinnen. Und er reicht mir diese Flasche mit der linken Hand und in der rechten hat er Schokoladekekse. Und das war für mich so irgendwie das Zeichen, nicht? Wenn man um etwas bittet und es wird einem nicht gewährt, dann vielleicht nur deswegen, weil Gott Größeres bereithält. Das ist eine sehr banale Geschichte über Kekse und Wasser. Jeder, der pilgert, weiß, dass weder Wasser noch Kekse banal sind. Aber es ist auch etwas, glaube ich, was im Leben sehr oft eine Lehre ist, die wir ziehen können. Wenn wir glauben, so muss es sein, dann trotzdem die Offenheit bewahren, sich auch anders führen zu lassen, weil Gott uns vielleicht etwas Wichtigeres zeigen möchte. Für Sie war diese Begebenheit eine richtige Lehre fürs Leben. Sie haben dann nach Ihrer Wallfahrt weiter Theologie studiert. Sie haben das fertig studiert, sind dann auch Priester geworden für die Erzdiözese Vaduz. Haben dann nochmal weiter studiert, ein Lizenziat gemacht und eine Promotion. Und während der Schlusszeit der Promotion waren Sie ja dann auch schon Kaplan. Und da haben Sie dann eigentlich einen Spagat hinbekommen. Sie waren einerseits Seelsorger und Priester, andererseits waren Sie Medienschaffender. Wie hat dieser Spagat funktioniert?
Also Medienschaffender, wenn man das so sagen kann, bin ich eigentlich erst später geworden. Über die Seelsorge, aber am Beginn war der Spagat sehr einfach, weil ich die Stelle in der Pfarrei war nur 50% und so hatte ich Zeit für das Studium, Zeit langsam auch in dieses Pfarreileben hineinzuwachsen. Ich habe es eigentlich sehr gern gemacht, es war auch sehr schön, auch mit den jungen Leuten, mit den Kindern in der Schule und über die bin ich zu dieser Medienarbeit gekommen. Ich habe eine Kamera gekauft, um dann das zu dokumentieren, was wir auch mit den Ministranten unternommen und erlebt haben. Und auf diese Weise habe ich dann begonnen, so kleine Filme zu machen. Und aus dem künstlerischen Ansatz, den ich in mir schon länger herumgetragen habe, sind dann Clips entstanden und immer mehr und immer weiter und dann die ersten Projekte. Was war eigentlich das ursprüngliche Anliegen von diesen Videoclips, von diesen Animationen? Also von den Animationen, die ersten Filme, die ich gemacht habe, waren die hießen Ministrator. Das waren Ministrantenfilme, wo man einfach das dokumentiert hat, was man im Laufe eines Jahres gemacht hat, um es am Ende den Kindern und den Eltern zu zeigen und gleichzeitig auch den künftigen Ministranten. Und das war eigentlich sehr schön, auch das immer festzuhalten. Und die ersten Ideen, die ich hatte, vielleicht etwas Witziges zum Glauben zu machen, die habe ich dann benutzt als Werbeclips zwischen diesen Beiträgen zu den verschiedenen Dingen, die wir unternommen haben. Da gab es dann halt so einen Werbeblock und statt Werbung für Cola gab es halt dann, oder Sprite, wenn man das sagen darf auf Sendung, gab es halt dann nicht eine Sendung für Spirit. Und da war halt das Logo verfremdet und verschiedene dieser Arten das war dann ein, wurde sehr gut angenommen. Humor ist etwas, glaube ich, das helfen kann, auch die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie wirklich ist. Ja, welche Rückmeldungen haben Sie denn auf Ihre Filme bekommen? Die waren sehr positiv und über die sozialen Medien natürlich fanden die auch rasch dann Verbreitung. Manche dieser Clips, einer zum Beispiel über Kleidung und die Sorge, was soll man anziehen, die sich dramatisch vereinfacht, wenn man ins Kloster eintritt. Ein kurzer Clip dazu ist immer noch einer, der sehr oft angeklickt wird, auch außerhalb des deutschen Sprachraums. Es gibt da so ein Sprichwort, wen der Teufel nicht bremsen kann, den treibt er an. Also der Teufel konnte Sie offenbar nicht bremsen, hatte Sie angetrieben, immer mehr, immer perfektere Filme zu machen. Wohin hat Ihnen die Medienarbeit eigentlich letztendlich geführt? Also ein Stück weit, ich habe sie gern gemacht, aber es ist auch ein Stück weit eine Mehrbelastung geworden dadurch, weil die Seelsorge, ich habe einen sehr verständnisvollen Pfarrer gehabt, der mir auch diesen Freiraum gegeben hat, aber mein Gebetsleben hat es beeinträchtigt. Wenn man immer den Kopf voll hatte, sind die Projekte groß geworden, ein Glaubenskurs zuerst mit 24 Teilen, dann der Glaubenskurs, der darauf folgte, der noch einmal versuchte, das Level anzuheben und wo ich gemeinsam mit einem griechischen Cartoonisten gearbeitet habe, dann mit über 70 Folgen, die kürzer waren und für jugendliches Publikum eher angepasst waren, in einer Länge, die gerade noch verdaulich ist für die Generation von heute, von 3 Minuten pro Videoclip. Und das war sehr lustig, aber auch anstrengend, weil dann Anfragen kamen, das zu übersetzen in andere Sprachen. Und plötzlich ist man in einem Riesenprojekt drinnen, das man aber alleine managt. Und das hat auf das Gebetsleben gewirkt, nicht nur positiv. Ich habe gemerkt, dass ich gerade wenn ich das stille Gebet, das mir sonst sehr wichtig ist, wenn ich das gesucht habe im Kopf, aber immer schon gekreist sind die Dinge, die ich noch machen muss bis zum Abend und ach, den darf ich nicht vergessen anzurufen. Und das hat irgendwie auch eine Unruhe gebracht und die Sehnsucht, letztlich dann dieses Sabbatjahr zu nehmen und diese Pilgerreise anzutreten. Das heißt, Sie sind dann wieder zurückgegangen zu einem altbewährten Mittel der Wallfahrt. Sie sind diesmal nicht nach Santiago de Compostela, nicht zum Grab eines Apostels gepilgert, sondern zu den heiligsten Stätten des Christentums überhaupt, nach Jerusalem, ins Heilige Land, wo Jesus Christus gewirkt hat, gestorben und auferstanden ist. Sie wollten ins Gespräch mit Gott kommen auf dieser Pilgerfahrt. Konnten Sie wirklich ins Gespräch mit Gott kommen? Haben Sie zu Gott gefunden? Gut, mein Weg ist nicht zu Ende. Er hat nie nach Jerusalem in dem Sinn geführt, sondern unser aller Weg führt in die Gemeinschaft mit Gott, in das himmlische Jerusalem. Zu dem bin ich immer noch unterwegs, von daher hoffe ich, dass da noch mehr geht, dass ich da noch näher hingelangen kann. Und doch war die Reise und die Zeit, die mir dort geschenkt wurde, in vielerlei Hinsicht eine auch begnadete. Auch dadurch, dass sie manchmal auch demütigend war. Also eine Erkenntnis über sich selbst zu gewinnen, hilft auch, Gott näher zu kommen. Ich habe
auch aufgrund des Wetters und anderer Widrigkeiten bin ich auch wirklich an meine Grenzen gestoßen, der Geduld und auch dessen der Leidensfähigkeit. Nicht weil das Leiden so übermäßig gewesen wäre, sondern weil meine eigene Leidensfähigkeit so gering war, die nie so herausgefordert war wie auf dieser Reise dann auch in manchen Abschnitten. Und das war demütigend und in diesem Sinne dann auch ein Schritt wieder näher auf Gott hin. Können Sie da vielleicht irgendein Beispiel erzählen, wo wirklich Ihre Geduld gefragt war, wo Sie gesagt haben, also jetzt mal langsam, reg dich nicht auf, Johannes, bleib ruhig. Gut, das erste Beispiel wären die ersten 40 Tage, nicht? Die praktisch jeden Tag mit Regen mich gesegnet haben und wo man immer im Nassen geht. Man hat zwar diese Anfangskraft und Energie, aber es gibt zwar Sonnenstunden zwischendurch, aber jeden Tag wird man praktisch einmal nass, mit einer Handvoll Ausnahmen. Und wenn man dann keine Übernachtungen findet, im Kalten draußen schlafen muss, in das nasse Gewand wieder rein und dann wird einem gesagt, man bekommt dort ein Quartier, dann geht man dorthin, drückt die Klinke und es ist zugesperrt und man wird 4 Kilometer weitergeschickt und von dort 4 Kilometer weiter. Und das geschieht 3 Tage lang, wo man eigentlich immer gedanklich schon im Trockenen sitzt und dann am Abend erst recht wieder irgendwo im Nassen und Kalten steht. Das war eine zermürbende Geschichte, die in den Bergen der Slowakei dann noch ein bisschen dramatischer geworden ist, weil dort dann auch noch aufgrund des Schneedrucks und vergangener Stürme sehr viele Bäume im Weg lagen und die körperlichen Anstrengungen sehr groß geworden sind. Wenn man in die Fremde geht, dann wird man ja offen, man hört, man sieht anders als zu Hause. Ging Ihnen das auch so? Ich glaube, auf eine Weise ist das sicher zutreffend. Nicht? Zum einen hört man ganz neue Dinge und da begegnet Menschen, die man eben, ja, in der Begegnung erlebt man dann etwas Neues, weil jeder Mensch trotzdem anders ist und einzigartig. Ich habe Kulturräume bereist, die ich in dieser Form nie so intensiv erlebt habe wie auf dieser Reise. Auch im islamischen Bereich Gespräche geführt, den Christen begegnet im Tuab Din im Süden der Türkei, weil ich über diese Schleife dann nicht beim üblichen Jerusalem-Weg an diesen Orten vorbeigezogen bin, sondern vom Osten kommend auch dorthin gelangt bin. Und das waren manchmal schmerzhafte Erfahrungen, manchmal auch sehr schöne Erfahrungen, die eben etwas Neues gebracht haben, neue Impulse. Und ich hoffe, dass ich auch ein paar von Ihnen in die nächsten Projekte einfließen lassen kann. Ihre stärkste Gotteserfahrung haben Sie in der Wüste gemacht, in der Negev-Wüste. Wie haben Sie da Gottes Gegenwart gespürt? Also ich bin jemand, der die Stille sehr liebt. Und das war ein Stück weit auch auf dieser Reise, war es mir nicht so sehr wichtig, jetzt ohne Geld zu gehen, sondern und das Vertrauen in Gottes Kraft und Stärke zu üben auf diese Weise, sondern diesmal bin ich mit Geld gegangen, mit Rucksack, um diese Unabhängigkeit zu haben, in die Wildnis hinauszugehen. Weil ich eben aufgrund dieser vielen Belastungen, die mit Lärm zu tun hatte und mit Projekten und Stress, gesucht habe die Stille. Und der faszinierendste Ort, sicher um Stille zu suchen und auch tatsächlich zu finden, ist die Wüste. Und im Süden von Israel, auf einem langen Wanderweg, der sich durch diese Wüste zieht, auf dem aber nach Norden hin niemand unterwegs war, mehr zu dieser Jahreszeit, habe ich ein paar Nächte verbracht, die wirklich großartig waren. Wo man das Zelt aufschlägt, da ist Dutzende Kilometer rundherum, gibt es nichts, gibt es keine künstliche Lichtquelle, keine Menschen, nichts, keine Straße. Man liegt dort, es gibt kein Geräusch, es gibt kein Wasser, das blubbert, es gibt kein Blatt, das sich bewegt, keinen Wind, der rauscht. Man liegt in einer absoluten Stille. Und es kann sein, dass für manche so eine Stille etwas Beängstigendes hat. Für mich ist diese Stille, gerade auch die Stille der Wüste, eine, die nicht leer ist, sondern erfüllt ist. Und für mich ein Stück weit auch im Herzen immer eine Stille war, in der Gott spricht. Und wenn man dann so einschläft und um 2 in der Nacht aufwacht und man blickt hinaus beim offenen Eingang des Zeltes in den Himmel, der in Millionen Lichter explodiert ist und kann die Schönheit gar nicht fassen, die an diesem Ort ist. Sie haben dann auch sehr viel Freude im Herzen gehabt. Wie haben Sie denn die Freude rausgelassen? Gut, man sagt das ja nicht, den Liebenden drängt es zu singen. Es war dann vorbei mit der Stille in der Wüste am nächsten Tag.
als ich dann singend da weitermarschiert bin durch diesen Abschnitt der Negev. Also das Herz geht einem über. Sie waren viele, viele Monate, 15 Monate, meistens alleine, während der Wanderungen zumindest. Das bringt natürlich auch psychische Belastungen mit sich. Wie sind Sie mit diesem psychischen Druck zurechtgekommen? Also ich glaube, ganz allgemein, da unterscheiden sich die Leute auch. Für mich ist Alleinsein nicht etwas, ich habe das immer gesucht, ich habe es auch immer gern gemacht. Ich bin viel alleine auf Wanderungen gewesen, allein schon, weil ich niemanden gefunden habe, der das oder jenes Verrückte mit mir gemacht hätte. aber ich fühle mich nicht einsam, wenn ich unterwegs bin. Ich weiß um die Gegenwart Gottes. Für mich als Priester war es auf dieser Reise natürlich besonders schön, durch die Feier der Heiligen Messe auch immer die Gegenwart im Sakrament zu haben. Also diese Belastung war es nicht. Es gab wohl Begegnungen, die sehr herzlich waren, wo man sich dann losreißt von diesen Menschen, um weiterzugehen und dann ein Stück weit diesen Verlustschmerz spürt und in die Stille dann wieder hineinfinden muss. Aber das im Großen und Ganzen bin ich jemand, der eigentlich die Stille liebt und sie gerne auch sucht. Sie sind monatelang auf Jerusalem zugegangen. Mit welchen Gefühlen sind Sie in Jerusalem dann angekommen? Ich muss sagen, ich war 2 Tage von Jerusalem entfernt, als ein Schlechtwettereinbruch kam, der dazu geführt hat, dass ich 3 Tage pausiert habe, weil ich schon nach einem halben Tag in diesem fürchterlichen Wetter eine Unterkühlung mir geholt habe und dann bibbernd in einem Laden saß und mich dort mit heißem Tee wieder aufgepäppelt hat. Denn eine Schlechtwetterfront kam in die judäischen Berge, wo es dann Minustemperaturen hatte, nachdem ich aus der Wüste kam mit weit über 30. Und habe eine Nacht verbracht unter einer Zugbrücke, wo dann der Wind begonnen hat, in der Nacht zu blasen. Und dann saß ich da drinnen und es war eiskalt. Es hat geregnet, geschüttet. Und dann habe ich einmal pausiert, 3 Tage. Und dann bin ich hineingewandert in die judäischen Berge in ein Winterwunderland, also eine Landschaft, die man dort noch sonst nicht kennt und nicht erwartet. Und bin hoch zuerst nach Bethlehem. Und ich war schon im Heiligen Land gewesen im Jahr 2000. Und ich kam da nach Bethlehem. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich diese 3 Tage warten habe müssen, um dann diese 5 Minuten unten an der Grotte zu haben, wo ich völlig allein war, etwas, was man kaum einmal erlebt dort, weil ständig Leute kommen, dann hat sich das ausgezahlt, diese 3 Tage zu warten. Und ich kam dahin, habe mich hingekniet zu dieser Grotte, allein in dieser Kapelle, habe meine Stirn gegen den Stern gepresst und habe ein unglaubliches Gefühl der Heimat erfahren, das mich auch völlig überrascht hat. Ich habe immer gesagt, die Reise für mich ist sehr wichtig, das Ziel ist nicht Jerusalem, ist auch nicht Bethlehem. Umso erstaunlicher war es, dass ich dann wirklich diese Heimat erfahren durfte an diesem begnadeten Ort, auch später in der Grabeskirche am selben Tag, inmitten der Menschenmengen, die laut sind und lärmen, trotzdem diese besondere Gegenwart Gottes und damit auch diese Heimat zu erfahren. Ganz herzlichen Dank, Pater Johannes, für diese Einblicke in Gottes Spuren auf Ihrem Lebensweg und auf Ihrer Pilgerreise nach Jerusalem. Vielen Dank. Segens Gott. Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie mehr über die Fußwallfahrt von Pater Johannes erfahren möchten, können Sie sein Buch lesen. Es trägt den Titel Tagebuch eines Jerusalem-Pilgers. 14.000 Kilometer, 14.000 Hunde. Ein Priester von Liechtenstein ins Heilige Land. Das Buch ist im Buchhandel erhältlich. Bis zur nächsten Ausgabe von Gottes Spuren. Ich freue mich auf Sie. Behüt Sie Gott.